Kaspar Schulz, der älteste Brauereimaschinenhersteller der Welt. Ein Firmenname, der für den Standort Bamberg steht und gleichermaßen für internationalen Erfolg. Ein Unternehmen, das höchste Qualitätsansprüche mit lebendiger Bierkultur vereint, das mit seinen Sudhäusern, Gär- und Lagertanks seit 1677 den Grundstock für beste Biere liefert. Doch Schulz konnte und kann noch mehr. Bereits 1879 fertigte das Familienunternehmen komplette Mälzungs- und Brauanlagen. Ganz abgerissen ist die Zusammenarbeit mit Mälzereien nie. Doch wurde in den vergangenen Jahrzehnten der Sudhausbau speziell im Bereich der regionalen Brauereien forciert. Nun aber kehrten die Experten wieder zur ursprünglichen Idee zurück. Und so erlebt das Schulz-Mälzungssystem auf Basis einer Trommelmälzerei seine Renaissance. Der Trend hin zu regionalen Produkten und das Besinnen auf Herkunft und Heimat und das auch insbesondere bezogen auf eine handwerkliche Braukunst, das alles hat uns auf die Idee gebracht, uns wieder intensiv mit der Thematik Mälzereianlagen auseinanderzusetzen. Dabei haben wir gemerkt, wie groß der Wunsch nach individuellen Lösungen ist. Und so haben wir in einer 5-jährigen Entwicklungsarbeit Stück für Stück an einer perfekten Lösung gefeilt. Das Ergebnis ist ein gleichermaßen einfaches wie ausgeklügeltes System. Die Anlage ist auf einen 7-Tage-Rhythmus ausgelegt. Am Anfang wird das Getreide in eine mit Wasser geflutete, klassische Trichterweiche gefüllt. Bei der Konstruktion wurde vor allem Wert auf beste Belüftungsergebnisse sowie eine besonders rohstoffschonende und effektive Umwälzung gelegt. Das Korn kann somit atmen. Auf der anderen Seite können Rückstände und Schwimmgerste gleichermaßen einfach entfernt werden und kommen somit erst gar nicht in die Keimtrommel. Nach 1,5 Stunden mit intensivem Waschen und Belüften wird das Wasser abgelassen. Es beginnt die Trockenweiche. Am 2. Tag wird zum 2. Mal geflutet und belüftet. Das Wasser wird zugleich zum Ausweichen benutzt. Die Weiche läuft dabei so gut wie restlos leer, ohne dass große Mengen Wasser zugegeben werden müssen. Dafür sorgt der steil ausgebildete Konus. Nach kurzem Ausspritzen und Leitungsspülen ist das Ausweichen schon beendet. Das Korn kann nun zum Leben erwachen. Dafür wird es in die Keim- und Dahltrommel befördert und über eine Schnecke grob verteilt. Wenn das Wasser abgelaufen ist, genügen 2 bis 3 Umdrehungen, um das Weichgut eben auf der Horde zu verteilen. Dadurch, dass es keinerlei Einbauten gibt, kann beste Malzqualität erreicht werden. Je nach Keimstadium stellt sich für das Wenden ein gewisser Schüttwinkel ein. Dies wird einfach und sicher über die Automatik gesteuert. Schonender kann Wenden nicht sein. Je nach Jahrgang und Sorte des Getreides wird nach 5 bis 6 Tagen der Schwelgvorgang gestartet. Der Grünmalztransport entfällt und somit bleiben alle Wurzelkeime zum schnellen, schonenden Wasserentzug erhalten. Der eingebaute indirekte Lufterhitzer kann sowohl mit fossilen als auch mit regenerativen Energien betrieben werden. Bevor das Malz fertig ist, wird es mit Frischluft abgekühlt. Jetzt kann es über eine Schnecke entladen und geputzt werden. Dabei bleiben keinerlei Malzkeimreste vorhanden und selbst mögliche Staubreste werden beim Ausweichen der nächsten Charge ausgetragen. Und hier schließt sich nun der Kreis. Das eigene Malz kann in genau die Big Bags abgefüllt werden, in denen das Korn zuvor in die Brauerei kam. Wie man jetzt sehen konnte, haben wir mit der Schulz Kompaktmälzerei ein System entwickelt, das für jeden Brauer und Mälzer äußerst einfach zu bedienen ist. Man kann seine Mälzerei so automatisieren, dass genau das Malz rauskommt, was man sich wünscht. Außerdem entfällt dadurch, dass Keim und dann in einem Gefäß stattfinden, der Grünmalztransport und somit die aufwendige Reinigung des Keimkastens. Ganz abgesehen von den hygienischen Aspekten und dem schonenden Wenden, auf das wir allergrößten Wert gelegt haben. Das Allerwichtigste dabei ist, bei uns muss man keine Kompromisse eingehen. Wir bieten Größen von 2 bis 25 Tonnen an, die genau auf die Bedürfnisse der jeweiligen Brauerei oder Mälzerei angepasst sind.
Vom Rohstoff bis zum Endprodukt. Von der Ernte bis zum Genuss. Das eigene Bier nun vom ersten bis zum letzten Schritt auch in der eigenen Hand zu haben, ist keine Wunschvorstellung mehr. Schulz hat ein Mälzungssystem entwickelt, das seinesgleichen sucht. Das begeistert, das jeden leidenschaftlichen Brauer glücklich macht. Malz ist die Seele des Bieres. Und Schulz bietet nun das Werkzeug dazu.